Ja, meine Lieben, frisches neues Video. Und wir machen heute lecker Crispy Chicken Sandwich. Ui. Ja, ich habe keinen Bock dafür, ein Sandwich 6, 7, 8 Euro zu zahlen. Darum machen wir die ganz einfach selber. Und wie einfach das eigentlich geht, drüben in der kleinen, aber feinen Küche. Attacke. Dann wären wir schon bei der kleinen, feinen Übersicht. Als Sandwich-Baguette haben wir uns wieder die geilen Teile geholt. Die werden dann bloß im Backofen ein klein bisschen angetoastet. Dann braucht man natürlich zum Panieren Cornflakes, damit es richtig schön crunchy wird. Dann habe ich hier noch ein bisschen Paniermehl und zu guter Letzt noch ein bisschen Panko-Mehl. Da mischen wir uns einen schönen Teller zusammen zum Panieren. Dazu brauchen wir 2 Eier. Und zum Würzen des Ganzen nehmen wir ein bisschen Knoblauchgranulat, Salz, Pfeffer und Paprika. Gut, 2 Stück, weil der hier fast leer ist. Ja, und was brauchen wir noch? Den Hauptdarsteller. Hähnchenfilet. Ja, das Stück lasse ich so. Und die anderen werde ich einmal in der Mitte auseinanderschneiden. Das kann ich aber auch gleich im Video machen. Einfach damit die ganzen Dinger nicht zu mächtig werden. Und schön aufs Sandwich passen. So. Und dann wird das Ganze noch schön verprügelt. Ja, und damit das Ganze nicht ganz so rumschlonzt hier, tue ich das zum Klopfen in so ein Gefrierbeutelchen rein, jeweils. Und ihr wisst ja, alles was mit Schnitzel zu tun hat, muss erst einmal schön geklopft werden. Und das machen wir hier mit. Und der Vorteil ist natürlich, es wird ja frittiert. Wenn es schön flach ist, dann braucht es auch in der Fritte nicht so extrem lang. Ich klopfe jetzt komplett alle fertig und danach sehen wir uns wieder. So, Dalle, schön flach geklöppelt. Und danach bauen wir dann die Panierstraße gleich auf. Da warte ich aber, bis meine Panierweltmeisterin wieder da ist, weil mit der mache ich das zusammen gleich. So, Dalle, angefangen haben wir hier jetzt einmal mit dem Mehl. Das tun wir jetzt auch schon mal ein bisschen vorwürzen. Mit all den Gewürzen, wo man da dran tun. Pfeffer. So. Dann haben wir schon mal als erste Schicht das gewürzte Mehl. Ein bisschen Salz würde ich auch noch mal dazu. Habe ich schon? Hast du schon? Habe ich schon, habe ich schon, habe ich schon. So. So. Da muss man das Ei verkleppern und ich bereite hier gleich einmal unsere Knusperpanade vor. Die besteht erst einmal schön aus Cornflakes. Hilfe, Hilfe. Das war ein bisschen viel, ne? Ja, glaube ich auch. Ja, ja. Die müssen wir natürlich ein bisschen klein bröseln. Könnte man jetzt auch in so einem Beutel reintun.
und quaschen. Aber so geht es natürlich auch. Auch wenn sich hier jetzt alles verteilt. So. Dann kommt ein bisschen Panko-Mehl noch mit dazu. Und ein bisschen normales Paniermehl. Löffelchen? Auch. Und das Ganze tun wir jetzt nochmal würzen. Wir wissen ja, in der Fritte verliert es ein bisschen an Geschmack. Deswegen kommt da jetzt auch noch gut Gewürz rein. Und das Wichtigste wieder Paprika. Und gut vermengen. Erst einmal im Hintergrund wieder Platz schaffen hier. Tja, im Prinzip können wir jetzt auch schon die Fritte einschalten. Das mache ich jetzt im Hintergrund. Spatzel auf wie viel Grad? 180? Ja. Ja. Und bis wir hier dann gleich so weit sind. Wo tun wir sie drauf? Paniert? Nö, Teller. Ha? Auf den Teller auch? Auf den Teller reicht. Okay. Tust du panieren? Geh mal davon aus, du ziehst Handschuhe an. Richtig. Gut, weil du kannst es perfekt, habe ich festgestellt. Ja. Mm. Yeah. Mua. Ja, und so wird jetzt ein Schnitzelchen oder ein Hähnchenteil nach dem anderen paniert. Genau. So, meine Lieben, Spatzel hat super Arbeit geleistet. Ich hab's doch gewusst, meine Panierweltmeisterin. Und da gehen wir auch gleich an die Fritte rüber. Die Brötchen kommen jetzt dann gleich auch mit in den Backofen, dass sie etwas warm werden. Was wir noch jetzt zum Zusammenbauen brauchen, ist eine Mayonnaise. Und jetzt stark bleiben. Ich hätte jetzt den Kreuzler einfach umfüllen können und sagen können, der ist uns übrig geblieben. Aber nein, wir haben uns einen gekauft zum Ausprobieren und einmal gekauft zum Ausprobieren und festgestellt, der ist richtig lecker. Und gerade für sowas jetzt reicht der vollkommen aus. Und ja, was soll ich sagen? Lecker Kreuzler. Brötchen, Mayo, mehr brauchen wir zum Zusammenbauen nicht. Gehen wir rüber an die Fritte. Oder leer? Und jetzt weiß ich noch nicht, ob ich die Dinger einzeln jetzt hier rein tue oder immer zwei. Einzeln. Ah. Aber wir tun sie hier jetzt ganz langsam rein. Und ich denke, zwei kann ich da rein tun. Und tun die fertig frittieren, bis sie schön braun und knusprig sind. Ja, denke mal 2 bis 3 Minuten. 3 Minuten, ja, sagen wir 4 Minuten pro Teil. Ich stelle hier mal, jetzt sind wir eh schon ein bisschen drüber, 4 Minuten ein.
Und dann werde ich das erste Mal ein bisschen anschnibbeln und schauen, ob das auch wirklich durch ist. So einfach machen wir das heute. Ja. Bei meiner Uhr hätte ich vielleicht noch mal drauf drücken sollen, auf Start. Ja, jetzt läuft die nicht mit. Jetzt müssen wir es abschätzen. Wir lassen sie auf alle Fälle erstmal schön braun werden. Zwischendurch mal nachgucken. Sehen schon gut aus. Ich werde das erste jetzt einfach mal anschneiden, um zu sehen, wie es aussieht. Na? Weil so Dinger habe ich ja jetzt auch noch nicht frittiert. Sehen richtig gut aus. Geil. Die kommen jetzt mal kurz mit in den Backofen, dass sie warm bleiben. Mmh. Mmh. Geil. Dann kommen schon die nächsten rein. Na toll, jetzt läuft die blöde Uhr. Gut, oder? Lecker. Dann tun wir die derweil im Backofen. Und tun die jetzt ebenfalls frittieren, bis sie schön goldbraun sind. Ich will es euch nicht vorenthalten, die zweite Ladung. Also das waren jetzt knapp 3 Minuten. Länger brauchen die Dinger nicht. Also wohlgemerkt, wenn sie so schön dünn sind. Aber jetzt muss ich die Fritte noch ein bisschen aufheizen lassen, wieder einen kurzen Augenblick. Und dann haue ich die letzten 2-3 Stück rein. Müssten reinpassen, die 3. So, Dalle, dann hauen wir jetzt die letzten rein. Das sollte jetzt auch halbwegs funktionieren. Ja, letzter Frittiergang. So, Freunde, dann wären wir schon soweit. Die Brötchen sind alle 3 leicht aufgeknuspert. So, das ist oben.
kannst den Backofen ausmachen, bitte. Und die Dinger sehen doch mal richtig, richtig gut aus. So. Alina, hast du irgendwelche Spezialwünsche? Ja. Sprich? Ketchup und Mayo. Ketchup und Mayo und Ei. Ich glaube, die Dinger schneiden wir noch schnell oder reißen sie ganz auseinander. Das ist, glaube ich, geschickter. Ja. Salat? Ja. Magst du einen Kräusler drauf? Gut, dafür gibt es ja den Salat. Auch in Ordnung. Ja. So, noch was? Tomaten. Tomaten? Also ich brauche da keine Tomaten drauf. Noch ein bisschen Mayo und Deckel rein? Ja. Sieht sehr gefährlich aus, was du da machst. Sieht sehr gefährlich aus, was du da machst. Ja, ein bisschen Manschen beim Essen muss ja dabei sein. Tja, und hier ist Alinas Spezial. Und wenn es da schmeckt, kannst du es auch gleich im Video noch sagen. Habe ich kein Problem damit. Spatzen. Ketchup und Mayo unten rein. Ketchup und Mayo unten rein. Okay. Oben im Deckel auch Mayo? Ja. Ketchup nur unten? Ja. Bisschen Salat. Ja. Das Fleisch. Schwoderle. Den Kohlsalat hätte ich gerne. Coleslaw. Oben drauf. Ja, genau. Coleslaw, der ist ja richtig lecker. Also Leute, ich hätte echt nicht gedacht, dass man so einen guten Coleslaw-Salat einfach so beim Kaufland kaufen kann. Fertig? Ja. So. Und fast so ähnlich wird meiner jetzt auch. Und? Sag's? Ich will's hören. Gut. So. Von dem Salat brauche ich auch bloß ganz wenig unten rein. Hier. Und da hatte ich noch ein angeschnippeltes. Und natürlich auch jede Menge Coleslaw oben drauf. Mein Gott, zur Not könnte man den Coleslaw so dazu essen. Na, komm raus. Und von diesem Yoshi hier gibt es jetzt ein dickes Probiererle. So Leute, und
Das ist schon ein Prachtexemplar. Mein Kräuter verabschiedet sich schon unten raus. Wenn nicht unbedingt notwendig, wächst unterwegs, werde ich mir nie wieder ein Crispy Chicken Sandwich kaufen. Selber gemacht, viel günstiger, viel geiler, genial, und jetzt gehe ich essen. Gottes Willen. Leute, ich muss euch sagen, ich habe noch nie in meinem Leben zuvor ein so leckeres Crispy Chicken Sandwich gegessen. Ja. Oder halt. Hast du dir, wo ich den Vorschlag gemacht habe, dass ich mir das machen, hast du dir vorgestellt, dass das so lecker wird? Nein, habe ich mir nicht. Ich mir auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ey, ich bin hellauf begeistert. Der Coleslaw dazu, auch wenn es jetzt ein gekaufter war, der ist mal richtig lecker. Für so kleine Sachen, wenn man mal schnell Burger machen will oder sonst was, kann man den locker kaufen. Moment, ich zeig's euch nochmal. Von Kühlmann. Also der ist wirklich zu empfehlen. Aus eigener Erfahrung. Ich bin noch nicht bezahlt worden dafür. Wir haben probiert und einfach für super befunden. Ja. Und deswegen ist er da drauf gewandert. Die Brötchen waren ja auch vom Kaufland. Die Sandwichbrötchen haben wir ja jetzt schon zum zweiten Mal gehabt. Werden wir immer wiederholen. Die sind auch hervorragend, passen genial. Und ein Crispy Chicken so zu machen, ich glaube, das war die beste Idee überhaupt. Das stimmt. Jo. Ja, wenn das Video gefallen hat, ich hoffe doch, Däumchen nach oben, nettes Kommentar. Viel mehr Kommentare würden uns definitiv freuen. Auf jeden Fall. Und dann sagen wir mal, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Wir müssen uns wieder was einfallen lassen. Jo, ciao, ciao.